Der erste Schritt ist gemacht. Pflichtsieg in der Meisterklasse und was für einer. Der BTTC Grün-Weiß besiegt das zweite Team vom LTTC Rot-Weiß mit 6:0 und kämpft weiterhin um den Titel. Ja, ich bin sehr zufrieden mit der heutigen Leistung vom Team, dass wir souverän gewonnen haben und natürlich, dass unser Ziel auch erreicht wurde, unser Saisonziel, dass wir jetzt unter den Final Four sind. Die Herren in Grün-Weiß lassen sich nicht lange bitten. Nach knapp einer Stunde sind die ersten zwei Matchpunkte sicher. Dario Homuth lässt nichts anbrennen. Das Ergebnis 6:0, 6:1 gegen Richard Nagel. Auch Alessio Vasquez, seines Zeichens frisch gebackener nordostdeutscher Meister, gewinnt sein Einzel gegen Julius van der Linden im Eiltempo mit 6:0 und 6:1. Er hat einen guten Aufschlag, aber ich konnte ihn gut lesen. Habe gut, denke ich mal, gut den Ball verteilt, gute Bälle gespielt, schlau gespielt und ja, deswegen war es, glaube ich, heute relativ leicht. Die Chancen, sich zum ersten Mal für das Final Four zu qualifizieren, stehen gut. Aber es gibt doch eine andere Premiere. Gespielt wird erstmals in der frisch sanierten festen Halle auf den Plätzen A und B. Ermöglicht wurde dies durch eine großzügige, zweckgebundene Spende von Dr. Lothar Franke und seinem Sohn Markus Franke. Ich bin ja von klein auf hier gewohnt gewesen, auf diesen Tatanplätzen zu spielen. Und dass jetzt hier jetzt so ein Belag hier ist, der auch bei jedem Turnier eigentlich gespielt wird, international und auch national, ist für alle wirklich mega cool. Und nochmal ein Dankeschön auch an Lothar Franke, der dafür verantwortlich ist, dass sie überhaupt möglich gemacht wurde. Aber zurück zum Spieltag. Das Einzel von Laszlo Urrutia Fuentes ist ebenfalls eine kurze Angelegenheit. Der nordostdeutsche Meister im Doppel gibt im Top-Duell gegen Maximilian Sperling ebenfalls nur ein Spiel ab. Ja, ich denke, ich habe einfach druckvoller gespielt als der Gegner und er kam halt nicht zurecht mit dem Tempo und war dadurch einfach überlegener. Ja. Nur beim deutschen Indoor-Vizemeister der U18, Mariano de Dura Palomero, dauert es ein klein wenig länger. 6:1, 6:2 sagt das Scoreboard am Ende gegen Leon Hecht. Nicht zuletzt aufgrund eines letzten hart umkämpften Spiels mit der Dauer von sage und schreibe 15 Minuten. Vorentscheidung also bereits nach den Einzeln und es steht fest, Grün-Weiß mit hochkarätigen Spielern und als Gruppenzweiter hinter dem STC zu Recht erstmals im Final Four um die Meisterschaft. Wir haben noch nie in der Endrunde gespielt mit der Mannschaft. Also letztes Jahr sind wir fast abgestiegen sogar. Jetzt haben wir zwei neue Spieler, Laszlo und Mariano. Und dann war unser Ziel, dass wir in der Endrunde spielen. Und ich glaube, es freut alle im Team, dass wir es jetzt erreicht haben. Die anschließenden Doppel gehen kampflos an Grün-Weiß. Der Vollständigkeit halber hier aber nochmal alle Ergebnisse im Überblick. Das Final Four steigt nächstes Wochenende in der Havelland-Halle. Dann geht es gegen den SCC und die zwei besten Teams der Gruppe A, Grün-Weiß-Nikolassee und die erste Mannschaft vom LTTC Rot-Weiß. Der erste Schritt ist aber schon gemacht und der BTTC Grün-Weiß darf weiter vom Meistertitel träumen.